Also Freunde, ich bin mir sicher, das ist die Folge, die das beste Feedback von allen bisher haben wird. Denn ich bin nicht dämlich, ich verstehe schon, dass gewisse Dinge eingebaut wurden, die dann die meisten im Fandom total überzeugen, sodass die über anderes gar nicht weiter nachdenken. Ich habe mir noch nicht allzu viel Feedback reingezogen, aber ich weiß, dass manche, die bisher meistens deutlich kritischer waren als ich, ob bei der Kenobi-Serie oder bei Book of Boba Fett, also die Boba-Serie habe ich am Anfang auch echt gelobt, weil ich die ersten zwei Folgen ziemlich nice fand. Ich habe sie auch viel verteidigt danach, aber selbst die waren häufig, die halt da kritischer waren, sehr positiv oder sagen wir mal besser, ihnen hat es gut gefallen, was mich dann sogar ein bisschen überrascht hat, aber ich habe dennoch... ja, schon ein paar Bedenken, würde ich sagen. Und ich weiß, es wäre wahrscheinlich einfach schlauer, den ganzen Bums in den Himmel zu loben, so wie das jetzt wahrscheinlich die meisten machen werden, weil da gibt es auch geile Sachen drin. Und ich bin da ja definitiv dann nicht auf der Seite der Mehrheit, deswegen wäre das vielleicht schlauer. Aber ihr kennt mich, Leute, ich kann mich da einfach nicht anpassen. Und deswegen muss ich da einfach gewisse Dinge ansprechen. Aber ich mache es diesmal etwas anders. Also nicht so wie bisher, dass ich direkt die ganze Folge bespreche. Sondern das wird jetzt erstmal so eine erste Reaktion sein. Halt die wichtigsten Momente, die mir im Kopf geblieben sind, die direkt mal angesprochen werden müssen. Aber wir kommen im Laufe der Zeit auch auf die restlichen Stellen dann in anderen Videos zu sprechen. Also gute Stellen in der Folge und wahrscheinlich auch noch fragwürdigere Aspekte. Wird alles mit dabei sein. Also hier keine Vollständigkeit erwarten, bitte. Insgesamt würde ich aber schon mal sagen, dass mir die Folge besser gefallen hat als der Vorgänger. So, Freunde, ganz egal, ob Elden Ring, Lego Star Wars oder einfach nur PlayStation Guthaben, Warhammer, was auch immer, alles gibt's gerade massig reduziert über meinen Link unten in der Beschreibung. Checkt den ab, Jungs. Kommen wir erstmal zum Anfang der Folge. Die fand ich echt nice, die zu sehen. Und zwar der Flashback, ne, zwischen Kenobi und Anakin, das war wirklich so ein Moment, so ein Nostalgie-Moment, da hättest du dir ordentlich einen drauf jacksen können, weißt du, was ich meine? So, auf jeden Fall. Gut, manche hat es halt gestört, dass die meinten, das De-Aging hat nicht ausgereicht. Meiner Meinung nach haben die überhaupt kein De-Aging benutzt. Wie gesagt, mir hat es trotzdem gefallen, aber klar, das ist halt der Unterschied zwischen... George Lucas und Disney oder dem Lucasfilm von damals unter George Lucas und dem Lucasfilm da heute unter Disney. George Lucas hätte sich halt gedacht, ja komm, nehmen wir das Geld in die Hand, damit wir den Anakin da so machen, wie er vor 20 Jahren, während Attack of the Clones ungefähr aussah. Und Disney hat sich halt gedacht, ja komm, der sieht doch gut aus, da sind doch nur 20 Jahre, juckt uns nicht. Das Geld brauchen wir dafür nicht zu verschwenden. So, ne? Das machen wir nicht bei Anakin, das machen wir nicht bei Kenobi. Und zugegeben, Hayden Christensen sieht für sein Alter gut aus, ne? Aber Anakin eben nicht. Also man sieht ganz klar, ich blende euch hier einfach mal zwei Bilder ein. Yo, da ist ein Unterschied, ne? Während Attack of the Clones war der, keine Ahnung, 20 oder so, er hatte praktisch keine Falten, so. Und dann siehst du den da und die haben sich einfach nur drum geschert, dass er da einfach mit 40 so einen 20-jährigen Padawan spielt. Oder wie alt auch immer Hayden Christensen ist. Aber wie gesagt, ja, er sieht für sein Alter relativ jung aus, aber das hat so ein bisschen die Immersion gebrochen. Das stimmt, da stimme ich schon zu, aber für mich war es trotzdem geil. So, dann kommen wir aber jetzt, ne, zu einem anderen Moment. Also, Kenobi nimmt da Kontakt auf mit Reva. Die labern da so, fand ich schon interessant, ne? Dann irgendwann ergibt sich ja Kenobi quasi. Und wieso genau Reva den jetzt da wieder weggeschickt hat zurück, dass Vader da hingeht zu dem, weiß ich nicht, warum man das Writing so gemacht hat, aber auf jeden Fall, dann kommt halt Vader, ne, und an sich fand ich seinen Auftritt schon erstmal geil, so, ne, er hat erstmal dieses Shuttle quasi runtergezogen, das war auf jeden Fall mega geil, dann fand ich es ein bisschen overpowered, wie er es einfach so geschrottet hat, so mit so ein bisschen Handbewegung alles weggerissen, weil das sind dann so Momente, wo man dann unnötige Standards quasi erzeugt, nach dem Motto, aber wieso hat er dann da nicht so gehandelt, wie er in dieser Szene gehandelt hat und wieso hat er dann da nicht so gehandelt und da nicht so, ne? Also man hätte ein bisschen chillen können damit, aber ich fand es trotzdem nice. So, und dann kommt aber Reva, ne? Reva kommt und ich denke mir nur so, okay, das ist der Charakter, den Disney da zwanghaft reinstopfen will. Ja, dann macht ihn doch aber auch mal plausibel so, ne? Gut, viele mochten auch allein das Schauspiel von der Schauspielerin nicht. Ich persönlich finde sie schon eine gute Schauspielerin, aber sie ist halt nicht gut in Sachen
einschüchternd wirken. Also man hätte ihr eine andere Rolle geben sollen. Über die ganze Serie, sie wirkte nicht wirklich einschüchternd, sondern eher wie so ein ADHS-Kind, das halt richtig emo-mäßig unterwegs ist, so eine aggressive Emo-Tante halt, aber es war halt eher nervig, teilweise lustig, statt einschüchternd. Und dann kommt die da hin und dann ist sie so dann haben die so geschrieben, dass die wirklich dachte, keine Ahnung, was die sich dachte, so, also die sneakt sich an Vader ran und denkt sich so, ich werde ihn besiegen, der wird es nicht merken. Und wenn er es bemerkt, dann besiege ich den halt im Zweikampf. Was, Bruder? Was? Also so naiv kann man doch nicht sein. Und wenn Disney unbedingt will, dass der ein Shining Star beliebt ist, dann schreibst du den doch nicht so behindert. Also die kann sich doch nicht denken, das werde ich locker schaffen. Und versteht mich jetzt nicht falsch, ich habe schon verstanden, dass Kenobi sie davon überzeugt hat. Aber das ist halt trotzdem relativ naiv zu glauben, dass sie da eine Chance hat nach dem Motto, ich habe schon so vieles allein getan. Aber die darauf folgende Choreo, die war gut, ne? Also wie Vader die da quasi ohne Lichtschwert, das wurde schon anschaulich dargestellt, finde ich. Ja, und dann hat er sie mit dem Lichtschwert penetriert, ne? Nicht zweideutig denken, Leute, mit dem Lichtschwert. Dann die erste Reaktion von mir war so, okay, ich war ein bisschen überrascht. Und dann habe ich so mit mir selber geredet, während ich die Serie geguckt habe und dachte mir so, okay, aber wie überlebt die das jetzt? Und die hat es einfach überlebt. Also, Lichtschwert, dadurch. Und beim Großinquisitor, also irgendwie überlebt das jeder. Beim Großinquisitor war die Antwort jetzt einfach, ja, seine Bedürfnis nach Vergeltung hat ihn überleben lassen. So. Das war's. Was ist mit Qui-Gon? Ist der ein Weicher oder warum hat er das nicht... Was? Und bei Reva kann man jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie ihre Wut sie da überleben lassen hat, weil... Man sieht es mittlerweile, die Trauer nimmt immer mehr und mehr Überhand und dann auch noch die Angst, ne, als sie da, als Vader da näher kam, so verständlicherweise. Aber es ergibt keinen Sinn, Leute. Wieso hat sie das überlebt? Und dann auch noch der Faktor, was noch unlogischer ist, halt, was ich einfach nicht verstehen kann, so. Sie hat bereits als Jüngling diese Penetration überlebt. Was, Bruder? Wie bitte? Also, verstehe mich nicht falsch, ich fand die Order 66-Szene auch gut, aber, und ich fand es auch gut, dass sie so angedeutet haben, wie Jünglinge abgemutzt werden, schön, ein bisschen makaber, finde ich gut, aber, du kannst mir nicht erzählen, dass Darth Vader zu dir kommt, du bist ein verfickter Jüngling, und sie überlebt es einfach, klar, viele Leute haben gesagt, oh, das war eher so symbolisch gedacht, aber, nein, war es nicht. Warum sollte er, wenn er sie nicht erstochen hat, und das war symbolisch gedacht, was hat er dann stattdessen mit ihr gemacht? Es war ganz klar die Anweisung, alle Jünglinge abmuxen. Das hat er gemacht. Warum sollte er jetzt bei Reva eine Ausnahme machen? Das war ganz klar, sie wurde durchstochen, aber das wollte man nicht zeigen halt. Ne? Das kann ich auch verstehen, dass man das nicht so direkt zeigen wollte und das dann nur bei der erwachsenen Reva quasi gezeigt hat. Aber es ergibt einfach null Sinn, dass das ein freaking Jüngling überlebt. Gut, ich glaube schon, dass noch mehr Flashbacks kommen werden, wo die uns dann zeigen werden. So und so, das und das hat man dann mit ihr gemacht, so und so lief das dann danach, so hat man sie mitgenommen oder so. Also ich hoffe zumindest, weil da wäre noch ein bisschen Erklärung notwendig. Und dann meinte sie ja, sie hat sich da neben die Leichen gelegt und totgestellt so. Und Vader wusste, was sie gemacht hat, ne? Also sie lag da und lag da ohne medizinische Versorgung und hat es überlebt als Jüngling. Und Vader hat also all die Jahre gewusst, dass sie wusste, dass er Anakin ist. Und der schickt die auf Mission, richtig wichtige Mission. Weiß zwar, dass sie ihn verraten wird, vertraut ihr aber, dass sie sonst alles gut machen wird. Das ist extrem fahrlässig, Leute. Also wirklich, das muss man wirklich so sagen, das ist extrem fahrlässig. Und so fahrlässig ist ein Vader nicht. Der ist nicht dumm im Kopf. Der ist vielleicht impulsiv, aber man hat ja auch damit erklärt, dass er nicht mehr so impulsiv ist, dass er da Kenobi nicht abgemurkst hat. Versteht ihr? Dass er da nicht durchs Feuer gelaufen ist und dass er bedachter ist und so weiter.
ist doch jetzt nicht die all die Jahre so fahrlässig gewesen und hat da einfach Reva im Wissen. Also sonst hat er alle gekillt, die wussten, dass er Anakin ist. Joe Castanu, okay, Joe Castanu ist verständlich, er hat aber jeden einzelnen Jedi, den er da gejagt hat, und so weiter. Schaut einfach mal in die Comics, Legends sowohl als auch Kanon. Und jeden einzelnen Abgemurks, der auch nur irgendwas von Anakin wusste, von dass er Anakin ist oder so, kein Zögern, nix, gar nichts. Und die lässt er da einfach am Leben. Sie macht es, die Operation für das Imperium. Juckt ihn nicht. Es juckt ihn einfach gar nicht. Und er weiß ja auch nicht, wie sie mit dieser Information, dass Vader Anakin ist, umgeht. Also ob sie das überall herumposaunt, dass er Anakin ist oder halt nicht, das weiß er nicht. Und das kann ich einfach beim besten Willen nicht abkaufen. Und genauso wenig, dass sie das dann die ganze Zeit überlebt hat. Aber vielleicht kriegen wir da ja noch gewisse Flashbacks. Ich bin mir sicher, da gibt es nochmal gewisse Flashbacks. Denn die wird jetzt, das hat man ja gesehen, dadurch durch diesen, gut, das ist natürlich sehr convenient, dieses Writing, durch diesen, wie nennt man diesen Apparat, dieses Kommunikationsgerät, ich habe gerade Alzheimer. Jedenfalls, das hat sie ja entdeckt und sie wird jetzt 100% zu Luke laufen, nach Tatooine, und, wird sich mal den Burschen vorknüpfen, aber die wird ja gar nichts machen, die wird ja gar nichts machen, Freunde. Sie wird ja locker Flashbacks bekommen, die wird nicht einfach so einen Luke abstechen können, ne? Und was halt auch meiner Meinung nach, wenn es da nicht noch mehr Erklärungen zu gibt später, auch nicht zu Vader passt, ist, dass er sie da einfach am Leben lässt. Also, und ihr dann quasi so eine theoretische Chance lässt, das auch dann noch zu überleben, ne? Also, auch wenn so eine Penetration ja eigentlich nicht einfach so wegzustecken ist, also wie soll sie sich da wegbewegen, wie kommt sie an medizinische Hilfe und so weiter, aber ja, bei jedem anderen hätte Vader halt einfach safe dafür gesorgt, dass die Person tot ist und vielleicht würde er flott das Genick brechen mit der Macht oder was auch immer, aber er würde safe irgendwas machen und ja, denn wie er ja bereits gesagt hat, er sieht halt einfach keinen Nutzen mehr für sie. Es sei denn, es kommt dann noch irgendeine Erklärung, natürlich. Ansonsten, Leute, gibt es fette, fette News, die ihr euch unbedingt reinziehen solltet. Die findet ihr jetzt hier im Abspann. Einfach mal abchecken in Sachen Lucasfilm, Star Wars Flash und so weiter und so fort.